Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Prey. So, dann wollen wir uns jetzt mal gucken, dass wir jetzt irgendwie mit dieser Schleuse hier was machen können. Und mal schauen, was mich da jetzt so erwartet. Okay, ja, ich bin sicher. Wir wollen da durch. Eigentlich bin ich nicht sicher. Aber schauen wir mal. Mikrogravitation entdeckt. Oh, ich habe einen Helm. Mikrogravitation. Dein Transstar-Anzug ist mit einem Antriebssystem ausgerüstet, mit dem du den Raumbedingungen des Weltraums trotzen und dich darin fortbewegen kannst. Um in der Schwerelosigkeit zu manövrieren, benutze WASD für einen Voranschub und Umschalt, um diesen zu verstärken. Drücke zum Abbremsen Q oder Q plus E. Warum Q plus E? Okay. Mit Leertaste steigst du nach oben und mit C nach unten. Halte zum Rollen E oder Q gedrückt. Okay. Das wird ja jetzt richtig. Uiuiui. Richtig cool. Okay. Ich hoffe, mich greift jetzt hier nichts an oder so. Was war das? Menschliche Leiche? Habe ich irgendwo Sauerstoff oder habe ich unbegrenzt Sauerstoff? Scheinbar habe ich unbegrenzt Sauerstoff. Na gut. Langsam. Gut, nochmal was eingesackt. Luftschleuse Sperre. Haben wir da noch irgendwas? Okay, mit anderen kann ich auch an und für sich relativ gut zurückbremsen. Will halt auch nicht zu schnell hier sein. Der ist ja nicht kompromittiert. Wissenschaftsoperator. Na, wer ist denn hier so krass laut? Ich will nach vorne. Okay, ganz ruhig bleiben hier. Sauerstoffflasche? Können wir das Ding jetzt hier mal reparieren? Na, Reparatur mal zwei. Ich fühle mich so als Ingenieur sehr, sehr schlecht. Und wenn hier relativ viele Ersatzteile rumliegen. Eieiei. So, da ist die Leiche. Mio, hier ist Dr. Calvino.
Was geht's? Ich bin... Och Mann! Sie haben ihn gefunden. Nicht überraschend. Gut gemacht. Kann ich das irgendwie nochmal abspielen? Mio, hier ist Dr. Calvino. Was geht's? Ich bin krank. Völlig neben mir. Ich glaube nicht, dass ich zu meiner Schicht kommen kann. Okay. Soll ich das Array noch fertig machen? Ich habe haufenweise Glas hergestellt. Array? Ich weiß nicht. Ich sollte ein Array vorbereiten. Das war ein Missverständnis, ehrlich gesagt. Lassen Sie meine Experimente bitte in Ruhe, solange ich weg bin. Sie haben mir eine Nachricht hinterlassen. Ich hätte mir nicht so viel Arbeit gemacht, wenn Sie nicht... Natürlich. Ich erinnere mich. Machen Sie einfach erstmal... egal, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle? Reden wir morgen darüber. Mio, hier spricht Dr. Calvino. Das war derselbe. Tja, Sie haben wohl Feierabend. Oder ignorieren mich. Ich wollte nur... Ich komme morgen etwas später. Aber bereiten Sie morgen bitte gleich als erstes ein neues Mikrolinsen-Array vor. Das alte ist nämlich Schrott. Besorgen Sie sich alles Nötige aus der Werkstatt. Und wenn Clive meckert, nehmen Sie sich's aus dem Lagerschrank, wenn er gerade wegschaut. Offiziell kennen wir den Code zwar nicht, aber ich leite ihn an Sie weiter. Alter, das hört sich hier an. Gut, wir haben jetzt die Schlüsselkarte. Ah, hier können wir auch noch rein. Hier ist eine EMP-Ladung. Ja, aber hier kommen wir nicht weiter rein. Sonst habe ich hier nichts gesehen, was hier noch irgendwie leuchtet oder so. Das heißt, jetzt hier einfach mal wieder rausflitzen. Okay. Da wird mir doch noch was Grünes angezeigt. Rumpfdurchbruch Maschinenlabor. Das ist einfach nur ein Punkt, damit ich da wieder zurückfinde. Ja, aber mir fehlt halt entweder nochmal wieder ein Hacker oder mir fehlt auch ein bisschen was anderes. Gut, gehen wir erstmal in die Werkstatt zurück. Ja. Fehlen Neuromods vorne und hinten. Also Reparaturen fehlen auf jeden Fall und das gibt's doch nicht. Anzug wurde beschädigt. Ich komme nicht ran. Einmal kurz Gesundheit wieder hochziehen. Was auch immer du bist. Mein armer Anzug. Jetzt hat sich das Ding sogar dupliziert. Hab ich doch. Ich hab nur noch EMP-Ladung. Meine schöne Muni. Alter. Okay. Was ist denn für ein Vieh?
mein armer Anzug, der ist fast im Arsch. Gut, erstmal was essen. Da haben wir es auch bewahrt. Genau für sowas. Alter. Ja, es wird Zeit, dass wir sowas wie Reparieren 2 kriegen. Ganz ehrlich. Es wird ja immer blöder hier. Hier ist auch nochmal was drin. Da hinten liegt halt auch noch was, aber ich komme an die Strahlung nicht ran. Hier kann ich das nicht hochhebeln, weil ich zu schwach bin. Eieiei. Na gut. Ich kann hier die Tür trotzdem mal öffnen. Strom ist ja jetzt an. So. Bloß wir können halt nicht durch, weil dafür müsste Strom aus. Und jetzt können wir doch in sein Labor, oder? Niemand da. Okay, wie man einen trüben Spiegel wird. Lass mal wieder Nahkampf ausrüsten. Gut, das Ding hat keinen Strom mehr. Power Station. Können wir hier Power irgendwo einschalten? Ah, hier. Prototyp Locking Glass. Mhm. Diagnostik. Wieder eine Klokanone. Munition. Nehmen wir am besten alles erstmal mit. Da hat nicht nochmal was geblinkt. Lass mal hier nochmal umgucken. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ersatzteile. Also Ersatzteile finde ich gut. Okay. Die Technik der Regelkreise. Auszug aus dem Nachwort zu Die Technik der Regelkreise von Sven Schirt. An dieser Stelle greift eine Metapher. Normalerweise besteht das Ziel der Regelungstheorie darin, die Ausgabe eines Systems zu kontrollieren und mit der gewünschten Aufgabe den Referenzsignal zu vergleichen. Die Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten Signal. Die Regeldifferenz wird als Rückkopplung an den Eingang des Systems eingegeben, um die Ausgabe näher an die Referenz zu bringen. Gute Regelkreise und gute Ingenieure lernen also aus der Vergangenheit. Okay. Hier haben wir noch drei Mails. Spezieller Reisebecher. Dr. Calvino, alles klar, ich kümmere mich sofort darum. Lorenzo. Halt. Ich möchte, dass Sie einen Reisebecher anfertigen, der exakt 170 Gramm wiegt. Natürlich im leeren Zustand. Meine kraftlosen Hände brauchen einen leichten Behälter für meinen Kaffee. Ich lege als Dank auch ein gutes Wort bei Dr. Thorstein ein. Okay. Ja, natürlich. Cleve. Aha. Cleve, Dr. Calvano hier. Modifizieren Sie einen der Wagen bitte so, dass er 170 Gramm an Aussignal sendet. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn Sie fertig sind.
Technische Daten, Looking Glass. Lorenzo, ich habe einen Blick auf die Daten geworfen, die du mir geschickt hast. Ich sehe da ein paar Probleme. Mir war nicht bewusst, dass du die Rechenleistung und Speicherkapazität so stark runtergeschraubt hast, was, wenn jemand den Hauptserver mit der Rohrzange kommt, schmiert dann das ganze System ab? Wie auch immer. Komm vorbei, sobald du Zeit hast, dann besprechen wir die Einzelheiten. Ich hätte ein paar Vorschläge, falls du dafür empfänglich bist. Jürgen. Okay. Na dann gucken wir jetzt mal hier. Testphase 1. Fehler. Keine Verbindung zum Host. Netzwerkeinstellung. Mal rumklicken. Status online. Keine Verbindung zum Host. Diagnose. Netzwerkdiagnose. Server ARX SR4BN 102 getrennt. Bildschirmdiagnose. Alle Bildschirme betriebsbereit. Verbindung wird hergestellt. Gut gemacht, Morgan. Die Looking Glass Bildschirme sind wieder online. Gehen Sie schnellstmöglich zurück in Ihr Büro. Es ist wichtig, dass Sie den Rest Ihrer Nachricht hören. Wir treffen uns dort. Und, läuft es? Lichtfelderfassung scheint etwas heiß. Wo ist der Photometer? Das Handgerät. Haben Sie ihn? Nein. Ja, gestern hatten wir zwei, jetzt finde ich nicht mal einen. Wir hatten immer nur einen. Unsinn. Haben Sie wohl vergessen? Das sehe ich ja jetzt erst. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Sie gehen? Ich dachte, wir wären fertig. Gut, dann schalten Sie es aus. Sind Sie etwa wütend auf mich? Nein, es ist nur so spät. Gehen Sie. Schlafen Sie. Und Sie? Und ich? Ist schon in Ordnung. Ich mach das fertig. Okay, ich schätze, wir sehen uns später. Schätzen Sie? Was? Sie sagen immer, schätze ich. Das klappt, schätze ich. Bis später, schätze ich. Sie sind Wissenschaftlerin. Schätzen Sie nicht, wissen Sie. Oder schweigen Sie. Das ist alles. Gute Nacht, Dr. Calvino. Der Rampiskatolle. Okay, das Video geht noch weiter. Macht er denn jetzt? Macht er denn da? Ach nein. Ein geheimer Vorrat. Okay. Ich muss hier was draufstellen. So eine Trinkbuddel hatte ich doch hier vorhin. Und zwei Neuromods. Optimal. Mensch, geheimer Vorrat geknackt. Optimal. So, wir haben jetzt vier Neuromods. Das heißt, wir müssten jetzt im Techniker
Ich würde erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal die Reparaturen, weil wir haben immer am meisten irgendwas zu reparieren, was ich nicht reparieren kann. Deswegen mache ich jetzt zuerst die Reparaturen. Dim, 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 dim. Und wenn wir jetzt was reparieren müssen, dann können wir es hoffentlich auch reparieren. So, erstmal kurz ein bisschen was beiseite, weil ich sehe da noch ein Medikamentchen. So. Na, lass mich durch hier. Hallo? Jemand hier? Das müssen wir bestimmt nicht beantworten, wa? Oh. Aufführungsbühne, hier waren wir auch noch nicht. Mhm. Wie kann der mich jetzt schon sehen? Wo? Ich sehe hier keinen. Irgendwo da drüben? Aber wie können die mich hier jetzt mitkriegen? Ich weiß nicht, was ich da sehe. Und wer hat hier so eine schöne Schaumstoffbrücke hingemacht? Dr. Thorstein? Wo sind Sie? In der Werkstatt. Ich habe eine Explosion gehört. Vergessen Sie das. Nehmen Sie mit, was Sie können und kommen Sie in mein Büro. Wir evakuieren. Was? Was soll ich? Neuromods, exotisches Material. Beeilung, wir treffen uns in meinem Büro. Ja, Sir. Und bringen Sie eine Glühkanone mit. Okay. Sie mich da hinten immer sehen können. Schallgedämpfte Waffe. Na gut, immerhin. Ist da unten plötzlich was, was mich erkannt hat? Na, mit einer MP-Ladung kann ich dich nicht wirklich außer Gefecht setzen. Wo ist er hin? Habe ich ihn erledigt? Ich hoffe doch mal. Gut. Benutze ich noch mal ein bisschen was zu essen. So, das dürfte reichen. Ich weiß ja, dass da oben noch einer rumrennt. So, dich hat zerlegt. Das war schon mal gut. Hier wäre auch etwas für Explosion gewesen. Okay, wieder das Jägerding. Okay, leise. Hier können wir auch nochmal recyceln. Wie kann mich der da hinten sehen? Wie kann der mich da hinten sehen?
Oder jetzt schon mitkriegen. Warum macht er die Tür auch immer auf und zu? Das irritiert ja hier voll. Was haben wir denn da? Herpazin-Verstärker. Beseitigt alle Effekte von Alkohol. Okay. Chipsatz installieren. Gut. Haben wir gemacht. Chipsätze. Deine Transda-Uniform und das Psychoskop können mit Chipsätzen verbessert werden. Die dir verschiedene Boni, Verbesserungen und zusätzlichen Schutz verleihen. Installiere Chipsätze über den Inventarbildschirm deines Transkriptes. Auf den Seiten Anzug-Chipsätze und Psychoskop-Chipsätzen. Okay. Na, wenn Alkohol jetzt nichts mehr macht, hört sich das doch gut an. Kann ich Alkohol mehr trinken oder wie? Wir können nämlich die ganze Zeit sehen. Das ist irritierend. Ich fühle mich hier beobachtet. Ja, heilt ein Gesundheit. Das hilft uns ja jetzt auch nicht wirklich. Gut, dann haue ich hier erstmal in den Recycler alles rein, was wir recyceln können. Mal kurz sortieren. Das können wir zum Beispiel nochmal recyceln. Das können wir nochmal mit recyceln. Und das können wir noch mit recyceln. Anzug wurde beschädigt. Shit! Alter! Das tut ja richtig weh, Mensch. So. Okay, muss schon wieder was reinfressen. Dass die trotzdem eingefroren noch schießen können, das ist unfair. So, Anzugreparaturkit. Oh, ich kann meinen Anzug reparieren. Ich kann meinen Anzug reparieren. Ich habe schon die ganze Zeit Anzugsreparaturkits. Um Gottes Willen. Gut, wir haben schon die ganze Zeit welches und ich hab's nicht mitgekriegt. Das habe ich schon die ganze Zeit mit aufgesackt. Ja, jetzt sieht's doch schon mal besser aus. Eieieiei. Gut. Hallo, schön Sie zu sehen. Ja, hallo. Geschützt. Da habe ich natürlich erstmal den ersten Schlag gekriegt. Das gibt's doch nicht hier. So, jetzt machen wir mal kurz den Strom aus. Und jetzt reparieren. So, Verteilerkasten ist wieder ganz. Jetzt können wir den Strom auch wieder hochfahren. Und jetzt wollen die immer Angst haben, wenn ich dann dran rumrenne, dass ich den gleichen Schlag kriege. Eieiei. So, hier Hallo. Oben hatten wir jetzt alles, ne? Soweit, was wir... Das gibt's doch nicht. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Willkommen.
kann ich Ihnen helfen? Vielleicht kannst du mir helfen. Diagnostik. Sie hatten wohl einen harten Tag. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Ich habe Sie nicht gesehen. Okay, die heilen einen wieder voll hoch. Es sei denn, man hängt hier ein bisschen fest. Ja, mein Problem ist, ich habe jetzt halt... Ja, stimmt, von hier aus kommen wir ja jetzt nicht weiter ran. Ah, ich habe da noch einen Würfel vergessen. Und das Ding müsste man dann verschließen, damit man da in das Büro reinkommt. Okay, jetzt verstehe ich. Na gut. Jetzt können wir ja hier wenigstens Ersatzteile. Uns nochmal auf dem Einsatz bereit machen. Wir könnten auch das Geschütz reparieren, ne? Ja. Verstärken braucht Reparatur 3. Aber erstmal ein Geschütz würde mir schon ausreichen. So, und das stellen wir jetzt am besten hier hin. Ausfahren. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6. Fühlt man sich schon viel sicherer. So, aber bevor wir jetzt da beitreten, machen wir hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.